Hallo, willkommen hier bei mir draußen im Wald. Heute bin ich unterwegs in Kökel auf dem Felsenpfad. Dieser beträgt ca. 4,7 Kilometer. Und wir werden uns überraschen lassen, was wir unterwegs noch alles finden werden. Und wenn ihr wollt, bleibt dabei und kommt mit hier draußen. Geparkt wird in Kökel am Naturfreudehaus. Und von da aus geht es natürlich wieder, wie immer, direkt nach oben. Wenn ihr wollt, bleibt dabei. Nach dem Intro geht's los. Hier sieht man schon die ersten Waldstücke, die ersten Steigungen. Hier oben sieht man schon die ersten Höhlen. Die Kamera, nee, sieht man sich schlecht. Da oben sind schon die ersten Höhlen und Felsen. Lass uns überraschen, wie es weitergeht. Das ist ein Douglasie. Steht ja auch dran, ne? Hier ist vorbei an den nächsten Felsen. Tropft das Wasser schon runter. In den letzten Tagen, in denen es so stark geregnet hat. Das ist wohl eine Wasserspinne ist. Vorne kommt ein schönes Waldstück. Überall ranken hier die großen Wurzeln runter. Eine Birke. Eine alte Mauer mit Efeu. Und das ist alles ein Stück Bunker. Ein Stück von einem Wasserwerk, ich weiß nicht genau. Der ganze Weg ist sehr im Schatten. Sehr angenehm zu gehen. Mit den Vögeln zwitschern. Das ist sehr ruhig. Ein Waldklassenzimmer und eine Walderlebnisfahrt gibt es auch. Ein kleines Klassenzimmer. Weiter links zum Felsenpfad und hier geht es zum Frauental. Schöne Aussicht. Und zum Frauenbrunnen. Der 1993 wohl erbaut worden ist. Ah, gehen wir mal gucken, was der Braunbrunnen so für Überraschungen verbirgt. Der Frauenbrunnen. Wo geht's auch noch rein? Vielleicht geht man Kunden. Aber so eine Sackgasse, ne? Dann gehen wir noch weiter. Sicher schön nach oben. Auf unseren Ursprungsweg. Den Felsenpfad.
rechts rüber. Geologischer Lehrpfad. Nichts schön zum Lesen und Studieren. So das Hörbuch, so das mit der App zum Anhören. Und dann geht's hier weiter. Am Felsen vorbei. Und schön durch den Wald. Mancher Bushcrafter wäre froh, solch einen Baum zu finden. Und die Pilze, na gut, zu Feuer machen. Nur abzuernten. Weiter geht's hier an ein paar Steinsorten vorbei. Also eine Steinlehrfahrt. Und auch hier geht's weiter. Die nächsten Steinlandschaften. Im Boden mit Tafeln, die man die Steine erkunden kann und lesen kann, welche Sorte das ist. Und es geht auch hier wieder weiter über schmale Pfade. Okay, hier geht's weiter zum Tor, zum Felsenpfad. Da geht's rein. Inzwischen sind wir schon 2,47 Kilometer gewandert. Und hier geht's weiter. Da gehen wir mal schauen, was uns hier erwartet. Auch hier geht's weiter runter. Enge Pfade. Ich komme jetzt zu den ersten Felsen, in die man auch klettern darf, ganz offiziell. Schön am Weg hier sind die vielen engen Pfade durch den Wald, das liebe ich so. Ein paar kleine Fichten auf einem Felsen. Und hier sind die ersten Kletterfelsen. Bob. Papa! Kleine Baumstütze. Jetzt über Felsen zum Hochklettern. Etliche Kletterer, die sich hier verausgaben. Wie wir im Wald versteckt sind, große Felsen, die mit Kletterer gerade hochklettern. Noch ein paar kleine Höhlen und kleine Wege durch die Felsen. Eine sehr schöne Landschaft. Und hier geht es wieder weiter durch den Wald. Eine Felsplatte über uns. Und überall, wie gesagt, tummeln sich die Kletterer. Hier geht es durch enge Baumgassen, über Wurzeln. Immer wieder über Felsen und an Felsen vorbei.
engen Gassen nehmen hier kein Ende. Hier geht's weiter in den Felsen. So, ich glaube, die Hälfte haben wir es geschafft. Es geht ja wunderschön weiter. Sechs ziehe ich schon gerade rum. An einer Felsenlandschaft vorbei. Hier können wir auch mal eine kleine Übernachtung starten. Und hier den Felsen niederlassen. Unterschlupf. Heute auch sehr viel Betrieb hier auf dem Weg. Ganz viele Wandergruppen. Eben schon gesagt, die Kletterer, die sich hier verausgaben. Ist mir im Bilde festzuhalten. Aber ich glaube, original ist natürlich noch viel besser. Überall sind hier tiefe Spalten. Ein kleiner Rundumblick. Jetzt auch wieder über schmale Pfade und den Abhang hinunter. Die nächsten Felsen, die nächsten Höhlen. Hey. Na komm, Fly, komm. Das Wetter wird jetzt immer wärmer und schwüler. Aber ich glaube, wir sind schon gleich hier unten angekommen. Jetzt ist es in den letzten Metern. Laut der Karte. Auch hier wieder. Felsen. Wir sind jetzt angekommen, unten am Auto. Es waren genau 6,46 Kilometer in 2 Stunden 53. Ein sehr schöner Weg, sehr zu empfehlen. Wenn es euch gefallen hat, kommt beim nächsten Mal wieder mit, wenn es rausgeht in den Wald, in die Natur. Ansonsten bleibt gesund und munter, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Waldfrei.